Schalke 04 und Borussia Dortmund sind die Fußballtitanen im Ruhrgebiet. Zwei wirklich ganz große Vereine mit einer jahrzehntelangen Tradition. Zweimal im Jahr stehen sie sich kämpferisch gegenüber. So ein Derby, da muss schon irgendwie ein bisschen Feuer und ein bisschen Emotion dahinter sein, sonst ist das langweilig. Die Erzrivalen entzweien die Fans und spalten das Revier. Genau wegen solcher Derbys wird man ja auch Fußballprofi und freut sich natürlich ganz besonders drauf. Ich glaube, Schalke gegen Dortmund, was Größeres gibt es in Deutschland nicht. Die Spannung entlädt sich am Derbytag. Wie tief geht die Feindschaft? Der 14. April 2012, irgendwo in Dortmund. Morgens am Derbytag. Sag mal, du musst ein bisschen dezent halten, ne? Nicht, dass es sehr auffällt. Ja, ich versuch's. Dezenter geht's halt einfach nicht. Ja. Ist das okay so? Das ist in Ordnung. Sehr gut. Kannst du so machen. Blau und weiß, ein Leben lang. Sie erzählt das immer ganz gerne, wie ich sie vorgestellt habe. Genau. Also es war irgendwie, wir waren bei der Freundin seines besten Freundes auf dem Geburtstag eingeladen und die saßen im Garten. Und ich kam raus und er stellte mich vor mit, hi, das ist meine neue Freundin, Julia. Sie ist übrigens Schalke-Fan. Zack, war ich unten durch. Wenn man in Dortmund geboren wird, ist es eigentlich schon gar keine Frage mehr, was man wird, weil ich sag mal, zu Bayern-Fan wird man sowieso nicht, Schalke-Fan erst recht nicht. Und da stellte sich bei mir eigentlich auch nicht die Frage. Also wenn man in Essen geboren wird, dann kann man sich das eigentlich aussuchen, ja. Also ich hatte viele Freunde, die Schalke-Fans waren. Da waren aber auch Gladbach-Fans dabei, Dortmund-Fans, Bayern-Fans. Und ich hatte damals eine sehr gute Freundin, die war eben Schalke-Fan. Und die hat mich zum ersten Mal mit ins Stadion genommen. Und da bin ich einfach kleben geblieben. Das ist dann so. Und ich glaube, das Stadion, wo man zum ersten Mal hingeht, da bleibt man einfach kleben. Mein Vater war auch für Schalke. Und als ich ein kleines Mädchen war, hat er mich mitgeschleppt da hinten nach Schalke. Im ganz alten Stadion, ne? Glück auf. Ja, und da war ich das erste Mal da. Ja, und seitdem gucke ich Schalke. Was so kam's. Ein Büro in Dortmund. Zwei Fans Auge in Auge. Tag ein, Tag aus. Früher hat meine Oma immer schwarz-gelbe Schals gestrickt für meine Brüder. Da war ich noch ein bisschen zu jung. Aber als dann Dortmund 1989 im DFB-Pokal-Endspiel gespielt hat, war für mich klar, das ist mein Verein, das ist Dortmund zugehörig. Das ist die Stadt, wo ich herkomme. Ja, es ist nicht so einfach bei uns in der Familie. Mein Schwager ist schwarz-gelber, dafür ist mein anderer Schwager auch leidenschaftlicher Blau-Weißer. Ich wurde auch direkt gefragt, als ich vorgestellt worden bin von meinem Schwager, welchem Lager ich denn zugehöre. Er war glücklich, dass ich auch ein Blauer bin. Natürlich, es ist diese ganz besondere Fanrivalität. Also zwischen Gelsenkirchen und Dortmund liegen halt nur etwa 36 Kilometer. Da bekommt man es in die Wiege gelegt, ob man Königsblauer ist oder Schwarz-Gelbe. Da hat man unterschiedliche Fußballreligionen im Kopf. Und das wird natürlich in so ein Stadion transportiert. Der Fußballtempel des BVB. Kommen Sie ein bisschen näher zu mir dann. Hier warten Fans auf Einlass ins Allerheiligste. Ja, ich möchte Sie recht herzlich begrüßen hier bei uns im Signal Iduna Park, einen Tag vor dem Spiel der Spiele. Ja, dieses Stadion ist gebaut worden 1972 bis 1974 zur WM. Und dann ist es 2006 renoviert worden. Und die Londoner Times, die hat geschrieben vor einem Jahr, dass wir das beste Stadion der Welt sind. Und die haben recht. Ex-Profi Aki Schmidt liebt es, den Fans sein Stadion zu zeigen. Voller Stolz blickt er auf seine Zeit bei den Dortmundern zurück. Ich gehe extra hier. Da ist mein Bild hier. Ja, also das ist das Bild von 1965, wo wir zum ersten Mal deutscher Pokalsieger geworden sind gegen Aachen. Und
da hebe ich das Ding in die Höhe. 7-mal deutscher Meister, 2-mal deutscher Pokalsieger, das 3. Mal kommt dann jetzt auch. Dann sind wir kann zweimal. Kann man nicht wissen. Kann man noch nicht wissen. Aber ja, ehrlich, ja, wir glauben das doch auch. Bist du, was für Anhänger bist du? BVB? Was? Sag bloß was anderes. Bayern. Ja, auch. Meine Mutter ist Schalke-Fan. Deine Mutter wird sehr traurig sein diese Woche. Nur ihr wird sehr traurig sein morgen. Ich glaube, dass die Menschen im Ruhrgebiet wirklich für den Fußball leben. Und das zeigt, glaube ich, auch, dass man, egal wie man fragt, wirklich jeder Mensch, der aus dem Ruhrgebiet kommt, ist ein Fan von einem Verein. Und das macht den Fußball, glaube ich, im Ruhrgebiet auch aus. Letztes Training am Tag vor dem Derby. Unter strenger Beobachtung der Fans absolvieren die Schalker Stars ihr Programm. Ruhrgebiet ist natürlich Maloche. Und ich glaube, diesen Fans ist es enorm wichtig, dass malocht wird auf dem Platz, dass gearbeitet wird. Und gerade dieses Kämpfen und dieses Arbeiten ist doch sehr verwurzelt hier im Ruhrgebiet. Der Fußball ist für mich hier im Pott zu Hause. Hier ist das entstanden und ich glaube, Schalke gegen Dortmund, was Größeres gibt es in Deutschland nicht. Im Kohlenpott dominieren in der Beliebtheitsskala von 2 Millionen Fußballfans der FC Schalke 04 und Borussia Dortmund. Das ist das Ergebnis einer MNIT-Untersuchung im Auftrag des Ruhr-Siedlungsverbandes, der für 450.000 Mark das Freizeitverhalten der Revierbevölkerung analysieren ließ. König Fußball setzt an jedem Wochenende die stärksten Massen in Bewegung. Die Mannschaft von Borussia Dortmund wird von den Abiturienten bevorzugt. Und auch unter den Studenten der Ruhr-Universität schneidet diese Elf ebenfalls am besten ab. Die rote Erde-Kampfbahn mit intellektuellem Appeal. In Gelsenkirchen-Schalke fühlen sich dagegen die Bauern am wohlsten. Die knappen Elf zieht die meisten Landwirte aus dem Münsterland an. Wer in der Woche den Mähdrescher fährt, will samstags Schalke sehen. Ähnliche Wünsche hegen die Hausfrauen des Ruhrgebietes. Keinem anderen Verein ihres Reviers gilt ihre große Liebe. Noch ist es ruhig am Tag des großen Revierderbys. Auf einer Trabrennbahn in Waltrop genießt ein Schalker die Ruhe vor dem Sturm. So eine Bahn noch, da komme ich rein. Klaus Fichtel, Kampfname Tanne, ist Fußballprofi im Ruhestand. Er kennt das Ruhrgebiet noch von unten. Ich habe Bergmann gelernt, wie das hier so üblich war. Ne? Aber gut, ich war auch unter Tage, ich glaube 2,5 Jahre. Und dann ist eben die Geschichte mit dem Fußball passiert. Mein Vater hat Fußball gespielt, mein Bruder hat Fußball bei Westfalia Herne gespielt, er war Vertragsspieler. Und naja, bei mir war es halt auch so. Es gab halt nichts anderes als Fußball bei uns. Ich bin hier geboren, habe die Spieler lieben gelernt, die da damals gespielt haben und wollte immer bei Borussia spielen, das war mein Traum. Wir haben mal A-Jugend Gelsenkirchen gegen Dortmund gespielt und in diesem Spiel schoss ich 3 Tore und dann war in erster Stelle war schon mal Schalke da, die mich holen wollten nach Gelsenkirchen, aber ich war also, muss ganz ehrlich sagen, nur Dortmund. Für mich kam nur Borussia. Das waren für mich Götter, die Spieler damals. Als ich damals in der
C-Jugend nach Schalke gekommen bin, war mein erstes Spiel damals auch gegen Dortmund. Dann wurde es natürlich direkt an die Hand gegeben, dass es der, ich will nicht sagen der große Feind ist, aber doch eine große Rivalität einfach besteht zwischen diesen beiden Vereinen. Auf dem Schulhof hat man sich dann natürlich auch mal ein bisschen gezankt und hat gesagt, hier Dortmund ist doof oder Schalke ist doof. Da ging es immer so ein bisschen immer hin und her und das hat man relativ früh an die Hand bekommen. Ich meine, wir sind ja Kinder von unseren Eltern. Und die Eltern haben damals schon angefangen, bei der Arbeit schon Wetten abzuschließen. In der Grube unten oder im Stahlwerk. Wenn sie Zeit hatten, eben mal, dann haben sie sofort, war sofort Thema Fußball an erster Stelle. Und dann, wenn die Arbeitszeit vorbei war, dann sind sie weiter hingegangen in der Kneipe. Dann haben sie in der Kneipe, ging es dann weiter. Und dann wurde das hochgeschaukelt, bis endlich das Spiel dann kam. Das hast du alles mitgekriegt. Derbytag ist Feiertag im Revier. Und für Gelsenkirchener Fans ist der Schalker Markt ihr Wohnzimmer. Schon morgens füllen sich die Kneipen. Da wird auf Schalke der alte Geist beschworen. Wirklich seine Wurzeln vor 100 Jahren gehabt, als diese beiden Vereine entstanden sind. Dann hat Schalke 04 eben den deutschen Fußball so zum ersten Mal richtig Sauerstoff eingeflößt, war der Serienmeister in den 30er Jahren, war das Prä aller Dinge hier im Pott. Schalke 04, einer der traditionsreichsten Fußballvereine, ist wieder deutscher Meister. Nach einer Pause von 16 Jahren holten sich die Torzauberer von Gelsenkirchen den Titel zum 7. Mal. In ihrer Heimatstadt wurden sie buchstäblich vom Jubel zugedeckt. Und selbst unsere Kameramänner, im Lauf der Jahrzehnte an Jubel gewöhnt, berichten übereinstimmend. Das hat es noch nie gegeben. Doch momentan hat der BVB die Nase vorn. Seit 1958 wurde die Meisterschale nie wieder nach Schalke geholt. Es ist ja auch so, dass beide, Schalke und auch Borussia Dortmund, dass diese Vereine gleichgelagert sind, auch von den Zuschauern, von den Fans her. Und das sieht man ja immer wieder. In Gelsenkirchen ist die Hölle los, bei uns genauso. Ich gucke jetzt mal, ob ich über die Fanbetreuung irgendwie eine Telefonnummer finde. Ich möchte einmal anrufen und checken, ob ich das Trikot anziehen kann oder nicht. Moldenhauer, hallo, ich habe eine Frage. Und zwar haben mein Mann und ich für heute Nachmittag Karten, allerdings für die Gästetribüne Block U, Reihe 36. Jetzt ist das Problem, dass er Dortmunder ist und ich bin Schalkerin und ich wollte mal wissen, ob das irgendwie Sinn macht, dass ich mein Trikot anziehe oder lassen mich die Ordner dann gar nicht erst rein. Gut, dann werde ich das tun. Ich habe keine Lust, mich verhauen zu lassen. Okay, alles klar, vielen Dank. Tschüss. Das ist voll schrecklich, im eigenen Stadion kein Trikot anziehen zu dürfen. Mein Herz blutet. Meins nicht. Als ich in dieses Büro gekommen bin, war der Schalke-Wimpel schon da. Und das war so das Minimum, was ich einfach dazu bringen musste, dass ich einen Dortmund-Wimpel dabei habe. Da waren die Wände auch noch nicht blau und gelb, sondern das war einfach nur dieser pure Wimpel. Und dann haben wir diesen Papierständer einfach umfunktioniert zu einem Podest. Und so ist es, dass seitdem der Derby-Sieger seinen Wimpel auf dieses Podest stellt bis zum nächsten Derby. Mein Wimpel stand lange Zeit oben und jetzt seit längerem steht er so ein bisschen niedriger. Vielleicht mache ich mir einfach auch irgendwie einen größeren Wimpel dahin, dass der so ein bisschen optisch höher, größer vorkommt. Ich habe mindestens 15 Derbys gespielt. Und wenn ich mal überschlage, das war die Zeit, wo die Schalke auch eine schlechte Zeit hatten damals und wir die gute in den 50er, 60er Jahren. Da muss ich sagen, ich habe meistens gewonnen. Die Derbys zwischen Schalke 04 und Borussia Dortmund sind legendär. Wir haben ein Spiel gemacht, das war ein Wahnsinnsspiel. Da war Nebel. Da konntest du vielleicht 10 Meter gucken und und der Schiedsrichter hat weiterlaufen lassen. Plötzlich innerhalb von 3 Minuten sah unsere Perspektive so aus.
Und die Kameraleute konnten sich ganz dem Genuss des Spieles hingeben. In der 47. Minute wurde Nick Burdoich Held überrascht. 5:0 für Borussia. Die Schalker holten dann 2 Tore auf. Eins hat unser Zeitlupenmann noch aus dem Nebel herausgefischt für sie. Der Rest des Spiels erstickte im Nebel. Unvergessen auch das Derby von 1969. Die Dortmunder Kampfbahn Rote Erde ist mehr als ausverkauft. Jetzt weiß ich nicht, was passiert ist, ob ein Tor gefallen ist. Auf jeden Fall waren auf einmal unheimlich viele Menschen auf dem Fußballplatz. Und damals gab es ja auch noch keine Zäune. Auf jeden Fall, die Ordner mit den Hunden waren dann auch da. Und naja, die haben sich so erregt, die Hunde. Da hat ein Hund den Friedelrausch in den Hintern gebissen und dem Gerd Neuser in den Oberschenkel. Aber ich glaube, wir haben das Spiel nicht verloren. Es ist, glaube ich, 2-2 oder irgendwie so ausgegangen. Und deshalb hatte man keinen Protest da eingelegt. Aber im Rückspiel hat der Herr Siebert sich dann etwas Besonderes einfallen lassen. Er hat dann, ich weiß nicht, 4 oder 5 junge Löwen mit auf den Platz genommen. Allerdings, die waren so groß wie ein Schäfer und also das war kein Problem. Und das hat er dann sich als besonderen Gag dann ausgedacht. Es war nicht so aggressiv. Man hat da ein bisschen geflaxt und man hat auch gewettet, na ja, gut, wir werden sehen, wer gewinnt. Und der Verlierer gibt dann irgendwie eine Runde aus. Aber es war, sagen wir mal, freundschaftlich. An sich ist es auch immer so gewesen, die ganzen Spieler unter uns, wir haben uns anschließend abends beim Bier getroffen, das gab es damals. Und waren also auf dem Platz, waren wir da wirklich, haben alles gegeben für unseren Verein. Und es war immer was Besonderes. Wenn man Borussia gegen Schalke war auch als Spieler immer was Besonderes. Weil das durftest du nicht verlieren. Du brauchtest nicht deutscher Meister werden, aber Schalke musstest du schlagen. 2007 dann der vorläufige Höhepunkt im Konkurrenzverhältnis. Schalke bekommt die Chance, sich ausgerechnet im Spiel gegen Dortmund die deutsche Meisterschaft zu sichern. Siegessicher ziehen tausende Schalker Fans provozierend durch die Dortmunder Innenstadt. In Gelsenkirchen pilgern 70.000 Schalker in ihrer Arena zum Public Viewing. Es soll die größte Fußballfeier werden seit der Meisterschaft 1958. Wir werden auf jeden Fall in Dortmund gewinnen. Alles andere ist unmöglich. Wir sind so nah dran. 49 Jahre reichen. Jetzt sind wir dran. Mehr können wir nicht sagen. Oder? Doch das Derby des Jahrhunderts nimmt einen unheilvollen Lauf. Das waren natürlich Emotionen, die da hochgeschlagen sind. Das kann man sich gar nicht vorstellen, wenn im Grunde genommen von so einem Spiel so eine ganze deutsche Meisterschaft abhängt. Wenn der eine Club meint, dass er schon durch ist und dann ausgerechnet von diesem Erzrivalen nicht nur ein Bein, sondern beide Beine weggezogen bekommt, dann ist das unfassbar. Also da ist gerade ein ganz, ganz großer Traum zerbrochen und ausgerechnet in diesem Duell, also das war 2007 sehr, sehr intensiv. Ein Albtraum aus Sicht der Schalker. Schadenfreude auf der anderen Seite. Scheiße. War endlich mal ein reelles Ergebnis. Da haben wir die ganze Saison drauf gewartet, dass wir die Schalker mal schön einfach schrubben können. Hat geklappt, hat mich sehr gefreut. Und schön Derby-Sieg, Schalke in der Meistersuppe gepisst, wie sich das gehört. Rivalität war eigentlich schon immer da. Und das ist auch gut. Aber er darf nicht in Hass ausarten oder so. Das finde ich nicht so gut. Am Dortmunder Hauptbahnhof versammelt sich, wie zu jedem Auswärtsspiel, die BVB-Fans. Unter ihnen dieses Mal eine leidende Schalke-Fanfrau. Julia Moldenhauer kann die Stimmung nur schwer ertragen. Tor, du hast den
Mit so viel Aggressivität hat die Schalkerin nicht gerechnet. Man wird angepöbelt. Das ist wirklich so. Also man sollte es nicht meinen, aber selbst wenn man sich auf dem Weg irgendwo hin befindet, dann wird man schon von anderen blöde angemacht. So, was hast du denn da an? So, wie bist du denn von dem Verein Fan geworden? Und was suchst du überhaupt hier in Dortmund? Und ich habe auch schon öfter mal gehört, dass Leute dann zu ihm gesagt haben, wie kannst du nur mit einer Schalkerin zusammen sein? Ja. Mit näher rückendem Anpfiff verschärft sich die Stimmung. Auch unter den blau-weißen Fans. Revierderbys sind für die Polizei Hochsicherheitsspiele. Ein Aufeinandertreffen der verfeindeten Fangruppen muss um jeden Preis verhindert werden. In Dortmund einzusteigen war schon kritisch. Ja. Und da darf man sich ja dann in dem Zug selber auch gar nicht mucksen, dass man Schalker ist. Jetzt noch in so einen Sonderbus zu steigen, das war mir einfach zu heikel. Es ist immer beim Derby extrem. Das Derby Schalke-Dortmund oder Dortmund-Schalke wird ja schlechthin als die Mutter aller Derbys bezeichnet. Der gemeine Fan trinkt sich erstmal schon seinen Alkoholspiegel an, bevor er überhaupt in die Arena geht. Und ich behaupte, und dazu stehe ich auch, dass also 70% von denen, die da morgens um 10 Uhr schon mit der Pilzkanne in der Hand stehen, dass die gar nicht wissen, wer gegen wen spielt und warum. Die müssen sich nach dem Spiel immer erst erkundigen, ist das Spiel überhaupt ausgegangen. Die sind so Knülle teilweise. Ich sage, ich rede jetzt mal Deutsch, so scheißen Dicke, die wissen nicht, worum es geht. Ich will einfach nur gesund und glücklich das Spiel genießen. Alles andere ist mir eigentlich jetzt auch egal. Die rivalisierenden Arbeitskollegen treffen vor dem Derby traditionell auf neutralem Boden in Stadionnähe aufeinander. Dieses Mal auf Schalke. Der Gastgeber lässt es sich nicht nehmen, im Fanmobil vorzufahren. Der Martin. Ah. Hauptsache, du hast die Taschentücher dabei. Viel Spaß dabei. Ja, vielen Dank. Tschüss. Ist ja wieder alles hier in der Halle geflickt und alles wieder. Das Gelände rund um das Stadion ist eine Stunde vor dem Anpfiff fest in Schalker Hand. Die schwarz-gelben Gäste sind hier nicht gerne gesehen. Sie werden über einen separaten Eingang in den Gästeblock geschleust. Nicht so der Dortmunder Martin Bieberstein. Gut gelaunt marschiert er mit seinem blau-weißen Kollegen mitten durch das Spalier der Schalker. Kein leichter Weg. Meine Chefin in der Bank hat früher gesagt, Herr Bieberstein, diskutieren Sie mit den Kunden niemals eine Parteizugehörigkeit, eine Religionszugehörigkeit oder halt den Fußballverein. Und genauso ist es für mich auch, wenn ich nach Gelsenkirchen fahre,
Letztendlich muss ich genau gucken, wo ich hingehe. Ich möchte keinen provozieren an der Stelle. Aber ich möchte ehrlich gesagt auch trotzdem zu meinem Verein stehen und ich muss auch meine Farben tragen können. Also man muss immer noch genug Respekt haben, dass man dem anderen die Farben lässt. Klar, man muss das respektieren und ich glaube, wir haben das jetzt auch schon mehrmals gemacht, dass wir uns dann gemeinsam die Spiele angeguckt haben. Ist immer so ein bisschen grenzwertig, weil auch ja, nicht ganz, was heißt ungefährlich, aber Stadion ist immer so eine extreme Situation. Ich war mal mit meinem Freund Lothar Emmerich, der ja vor 8 Jahren verstorben ist, war ich mal in Schalke gewesen, der wollte unbedingt hin und da waren wir auf dem Parkplatz mit dem Auto und die hatten uns erkannt und haben uns also da eine Stunde oder anderthalb Stunden überhaupt nicht rausgelassen. Die haben immer wieder da Sachen vors Auto geschmissen und so weiter und dann habe ich mal gesagt zu Lothar Emmerich, ich sage immer, hier kriegst du mich nicht mehr hin. Mittlerweile zieht es Aki Schmidt vor, mit seinen BVB-Freunden das Derby zu feiern. In der Kleingartensiedlung bei ihm um die Ecke. Hallo, guten Tag. Hallo, guten Tag zusammen. Wie geht's euch? Super. Ja, gute Stimmung, stelle ich fest. Wie geht's aus? 1-4. 1-4. Ja, klar. Bisschen hoch, ne? Nee, oder 0-4, ist ja schon gesagt. Ja. Kabarettist Uwe Lyko ist zu Gast in einer VIP-Loge auf Schalke. Spieler. Rüdiger Abramczyk, der Flankengott. Klaus Fischer? Einer der ersten Flankengötter. Uhr. Ach, hier ist unsere, genau, 103. Bei mir war es zufällig, mein Bruder Jörg und ich haben uns dann ins Wohnzimmer runtergeschlichen und haben den Fernseher angeschmissen. Die Eltern waren nicht da, freie Sicht auf den Bildschirm. Und wie es der Zufall wollte, war an diesem Abend das legendäre Spiel Borussia Dortmund gegen den FC Liverpool, das Endspiel im Europapokal der Pokalsieger. Und die Dortmunder haben in einem hochdramatischen Spiel in der Verlängerung durch Stanley Buda, einer Schalker Legende, 2-1 gewonnen. Und das Spiel hat mich so mitgenommen, ich war 12 Jahre alt, das hat mich so mitgenommen und danach war ich einfach BVB-Fan. Also ich war früher bei meiner Tagesmutter und die waren alle Schalke-Fan. Und ich wusste halt nicht, welchen Verein ich nehmen sollte. Und dann habe ich halt Schalke genommen. Kurz vor Spielbeginn trennen sich im Stadion die Wege der Arbeitskollegen. Ab jetzt gibt es keine Freundschaft mehr. Jeder geht in seinen Fanblock. Der Hexenkessel kocht. Heimspiel für Blau-Weiß. Nur etwa 6.000 Dortmunder stehen den rund 55.000 Schalkern gegenüber. Das Spiel hat noch nicht begonnen, doch der Wettstreit zwischen den Fans ist schon voll im Gang. Emotionaler, viel intensiver von allem, was Tage vorher passiert, was um ein Stadion herum passiert und was dann aber auch auf dem Rasen passiert. Ab geht es in unsere NRW-Stadien an diesem Nachmittag nach Schalke beim 140. Revierderby bei Sabine Töpperwien. Bitte, Sabine. Noch dröhnt hier Status Quo durch die ausverkaufte Arena. Das Dach natürlich offen, schöne Temperaturen, so um die 12, 13 Grad. Es ist alles angerichtet für ein großes Fußball-Bundesligaspiel. Ich glaube, die Schalker werden heute ein bisschen wie paralysiert auftreten. Natürlich dann auch vor dieser Riesenkulisse. Immer
mit dem Schwert im Genick bloß nicht verlieren vor den eigenen Fans. Man bekommt das natürlich im Umfeld ganz doll mit, weil viele Leute, die zur Arbeit gehen, die quatschen nicht vorher an, Junge, gewinn das Spiel, sonst muss ich mir wieder ein halbes Jahr Kommentare von den Arbeitskollegen anhören. Ich weiß natürlich, dass es ein spezielles Spiel für den Pott ist und von daher freut man sich natürlich drauf, weil genau wegen solcher Spiele, wegen solcher Derbys wird man ja auch Fußballprofi und freut sich natürlich ganz besonders drauf. Ich bin schlecht zu Fuß. Ich sehe alles nur am Fernsehen. Wenn man das am Fernsehen sieht, dann ist das nicht das Gleiche, als wenn man da mitmacht im Stadion. Das ist so. Und wenn die Leute, also als die Mannschaft dann kam, sind die Leute alle aufgestanden und dann haben sie gesungen, Glück auf. Und das ist so, das geht dann so durch und durch. Als wenn, ich weiß es nicht, ich bin da nicht so empfindlich, aber es ist wirklich so ein Gefühl wie, ich weiß nicht, so, das geht dann richtig durch. Die Schalker Erwartungen sind riesig und werden erst mal belohnt. Gegen den deutschen Meister. Derby ist ganz einfach Derby und wer oben steht, kann gegen den unten stehenden verlieren. Das ist nun mal Derby und das ist auch der Reiz daran. Damit sind wir wieder bei Borussia Dortmund auf Schalke. Sabine Töpperwien, zwei Mannschaften auf Augenhöhe. Absolut, der Tabellendritte gegen den Ersten, der Pokalsieger gegen den Meister. Beide haben in ihrer Vita 7 deutsche Meisterschaften. Aber jetzt hier auf dem Platz interessiert das nicht. Hier interessiert das Schalke 04 seit der 9. Minute gegen Borussia Dortmund führt. Mein Gott, nee. Boah, ich glaube, ich wechsle mich gleich ein, glaubst du das? Ah, die Scheiße kriegt er aber auch noch hin, ehrlich doch. Mein Gott, nee. Das war aber auch super gehalten von dem Unterstreit. Die 17. Spielminute. Borussia Dortmund findet die Antwort. Macht das 1:1. Super! Was für ein Derby! Hier reiben sich viele Schalker-Fans die Augen. 1:1 schon nach 17,5 Minuten. Die Fans sind total in den Bann gezogen. Beide Lager hatten schon was zu jubeln. Königsblau hat die letzten 3 Revier-Derbys verloren. Will heute die Trendwende. Die 61.673, sie machen richtig tolle Atmosphäre. Es gibt natürlich immer wieder einzelne Momente, wo man dann auch die Zuschauer wahrnimmt und auch das, was um einen außen herum passiert. Zum Beispiel, wenn ich zur Eckfahne gehe, um die Ecke zu drehen, dann merkt man schon, die Pöbeleien der Zuschauer, sag ich mal, jetzt, wenn das Spiel auf Schalke ist und auch die Pfiffe. Ah, dieses Scheißgefummel.
Christoph Metzelder steht beim Derby unter besonderer Beobachtung. Heute Star bei Schalke, spielte er bis 2007 für die Dortmunder. Metzelder ist natürlich noch mal ein anderes Thema. Also ich sag mal, dass man irgendwann wieder zu seinem Heimatverein wechselt, könnte man sich denken, war aber bei ihm nicht so ersichtlich, weil er halt auch mit Herzblut bei den Dortmundern gespielt hat. Das ist eine Situation gewesen oder auch immer noch, die eigentlich ein Unding ist. Kann man so ein bisschen auch gut hier, der hängt ja oben auch an der Wand, so ein bisschen mit provozieren. Genauso wie an der Wand der Andreas Möller mir jeden Tag da zuwinkt. Es gab immer Spieler, die das gemacht haben, aber das wird bei beiden Vereinen, glaube ich, nicht gerne gesehen. Extrem heftige Attacken musste schon Jens Lehmann einstecken, als er 1998 das Schalker Trikot gegen das Dortmunder tauschte. Judas ist ja noch sehr harmlos, ne? Und Arschloch, okay, das geht auch noch. Wenn es dabei bleibt, ist es okay. Und ich habe ja schon vorher gesagt, dass das halt die Mentalität hier der Leute ist im Ruhrgebiet. Sowohl der Dortmunder als auch hier der Schalker. Deswegen macht es auch besonders Spaß eigentlich hier zu spielen, weil es da ein bisschen emotionaler zugeht. Schwarz-Gelben, sie feiern. Und das bringt natürlich die Schalker sofort auf die Palme. Also das kann man schon so sagen, dass ich eindeutig die Leidensfähigere hier bin. seine Freunde versuchen manchmal, mich zu bekehren. So, komm noch mal auf unsere Seite, da hast du wenigstens auch mal Erfolge. Aber völlig ausgeschlossen. Definitiv. Ein intensives Spitzenspiel, das immer noch hält, was es versprochen hat. Und in dem Borussia Dortmund jetzt mit 2:1 in der Höhle des Löwen beim Erzrivalen, beim FC Schalke 04 führt. Ich weiß, wie Fans denken. Ich weiß, wie Fans lieben den Verein. Ich weiß, was sie alles dafür tun würden. Sie geben ihren letzten Pfennig. Sie tun alles, die ganze Familie. Und das Leben spielt sich eigentlich nur ja, privat ein bisschen und dann aber auch in erster Linie mit Borussia sind die beschäftigt. Und da kann ich schon vieles verstehen. Aber ich kann eins nicht verstehen, wenn man Gewalt anwendet. Das ist zu verbissen, da fehlt mir dann auch so ein bisschen der Spaß dran. Und das hat auch nichts mehr mit Leidenschaft zu tun. Das ist einfach, das ist blinder Hass. Und das hat einfach beim Fußball nichts zu suchen. Es knistert. Borussia Dortmund vor einem historischen Sieg. Und jetzt ist es vorbei. Borussia Dortmund gewinnt das 140. Revierderby. Schalke nach großem Kampf und toller Moral in einem intensiven Spitzenspiel auf Augenhöhe mit 2:1. Für die Saison 2012 sind die Machtverhältnisse mit dem Derby geklärt. Der BVB bezwingt den Erzrivalen und ist auf dem sicheren Weg zur deutschen Meisterschaft. Schalke landet auf dem dritten Tabellenplatz. Die einen feiern, die anderen trauern.
Letzte Saison war es ein bisschen nervig. Da musste ich mir wirklich schon einiges anhören. Da musste ich auch ordentlich einstecken. Ein Leben lang keine Schale in der Hand und solche Geschichten. Genau. Nur gucken, ich kenne die Sprüche alle. Ich kenne sie alle. Ich werde immer Schalker bleiben. Wenn sie absteigen, habe ich Pech gehabt. Habe ich voriges Jahr immer gesagt, weil sie da waren sehr miserabel, ne? Im vorigen Jahr. Dann habe ich immer gesagt, wenn sie absteigen, gut, sind wir zweite Liga. Deswegen würde ich nie woanders hingehen. Was man einmal ist, muss man bleiben. Aber eins, das bleibt bestehen. Borussia Dortmund wird sich unschlagbar. Danke, Jens. Jawohl. Also Fußball ist für mich auch eigentlich noch so ein Kulturgut, was es nach wie vor schafft, in dieser sehr schnelllebigen, kurzweiligen Zeit, in der wir ja leben, Generationen zu vereinen. Also Menschen von 90 bis 6 sozusagen auf den Punkt zu elektrisieren, wenn es am Samstagnachmittag um 15.30 Uhr heißt, jetzt ist Fußballtime. Und das ist eben bei diesen Derbys ganz, ganz besonders intensiv. Der Montagmorgen nach dem Derby. Ein Gewinner und ein Verlierer treffen aufeinander. Ja. Glücksritter unterwegs. Ich kann den Derby-Sieger-Schal ja wieder aufhängen, wo ich ihn auch abgenommen habe beim letzten Mal. Aber nur mit unter Widerwillen, echt. Da kommt er wieder hin. Ich würde dir ja helfen, aber Schwarz-Gelb packe ich ja nicht an. So, haben wir schon, ob er passt. Guck mal, schön, oder? Ja, schön, schön ist anders. Ja. Ja, guck mal. Das ist was von mir geworden, ein Teil meiner Geschichte. Dass man jetzt eine neue Meisterschaft mit Dortmund feiert, ist super. Kann ich in 10 Jahren noch von erzählen. Und genau so ist es. Ja? Also, dass man wirklich das zum Teil des eigenen Lebens macht und das immer wieder einbringen kann. Gerade im Revier, wo man so eng dann aufeinander wirklich hockt. Das Verhältnis Dortmund-Schalke ist sowieso ein bisschen komisch. Es kommt mal ein Hoch, dann mal ist man nicht mehr so gut. Aber wenn sich das abwechselt und vor allen Dingen die deutsche Meisterschaft im Ruhrgebiet bleibt, dann kann man sicherlich damit zufrieden sein. So schön klingt Einigkeit im Revier. Aber nach dem Derby ist vor dem Derby.